Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Ja, heute gibt es noch einmal nachträglich den Freitag und dann einmal die Wochen- und Monatsübersicht, wie sich mein Depot jetzt so geändert hat. Der Freitag, wie ihr schon sehen könnt, hat ja nochmal ordentlich reingehauen. Vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist immer meine persönliche Meinung. Und falls ihr in eine Aktie investieren möchtet, dann informiert euch bitte immer selbst und investiert immer nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und nicht gerade für Essen, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, danke auch nochmal an alle neu dazugekommenen Abonnenten. Das freut mich wirklich sehr. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du das machst. Vielleicht schaffen wir es diesen Monat noch, die 2500 Abonnenten zu knacken. Ich glaube, es fehlen noch so um die 40 Stück. Also ja, wäre auf jeden Fall mega cool. Aber ja, jetzt fangen wir erstmal an. Gucken wir uns aber zunächst einmal AMC an. Das interessiert mich natürlich auch immer sehr. Am Freitag ging es hier 6,3% nach unten. Die Woche auch 9,07% im Minus, obwohl sie hier teilweise schon wieder bei 37 oder über 37 Euro waren. Und im Monat auch ein Minus von 4,24%. Also hier kann man auch wirklich gespannt sein, wo die Reise hingeht. Fast wieder unter den 30 Euro gewesen am Freitag. Ja, mal gucken, wie dann am Morgen, am Montag die Woche startet. Dann sehen wir hier schon am Freitag ja relativ viel auch im Minus, ein bisschen was im Plus. Gucken wir uns mal an. BioNTech sehr stark eingebrochen, dadurch mein ganzes Depot natürlich wieder nach unten gerissen. 2,82% ging es hier nach unten. Die Woche über 24,80 Euro plus gemacht, was natürlich extrem gut ist. Sie waren hier teilweise sogar wieder bei ca. 255 Euro, also es ging echt gut bergauf. Ja, jetzt gerade 237, bleibt halt hier nur abzuwarten. Ich bin immer noch mit 20% im Minus oder 788 Euro. Okta hatte Freitag auch einen Minustag, ein paar Mal kurz im Plus gewesen, aber sonst nicht viel passiert. Die Woche hier 2,40 Euro im Plus, 1% und im Monat auch ein gutes Plus von 3,21%. Ja, Tesla 2,12% plus gemacht, 16,20 Euro. Die Woche über 6,41%, 47 Euro, was wirklich natürlich extrem, extrem gut ist. Und im Monat unfassbar hier 23,66% plus gemacht oder 149,20 Euro. Das muss man sich mal überlegen, in einem Monat 149 Euro nach oben gegangen, also wirklich extrem krass. Entsprechend bin ich hier jetzt auch über 50% im Plus mit meiner einen Tesla-Aktie, nämlich 52,45%. Dann haben wir hier Lockheed Martin. Ja, lief am Freitag ganz okay. Hier waren sie mal über 1% im Plus. Letztlich sind sie bei plus minus 0 rausgekommen. Hier nur ein kleines Plus von 30 Euro. Die Woche war ganz gut, 1,62% ins Plus gegangen und auch der Monat hier sieht natürlich extrem gut aus mit 11,37% oder 32,70 Euro. Auch hier bin ich mit 9,2% oder 54 Euro im Plus, was mich wirklich sehr, sehr freut. Ja, dann Bicco Group oder Cellink ist am Freitag auch extrem wieder gestiegen, 4,27%, 2 Euro. Auf Wochenansicht nicht ganz so viel, 2,49% oder 1,20 Euro. Also der Freitag hat wirklich dann nochmal extrem reingehauen, aber auf Monatsansicht ist hier noch lange nicht das Hoch erreicht quasi. 6 Euro minus oder 10,94%. Aber insgesamt bin ich hier mit meinen 10 Aktien 31,93% im Plus. Dann haben wir Fate Therapeutics, der Freitag ein kleines Minus, auch in der Woche 5,43% ist nicht so schön und im Monat ging es ja auch ordentlich nach unten, nämlich 8 Euro oder 13,93%. Ja, die Performance insgesamt hier bei mir 14 Euro im Minus oder 65 Euro, aber ja, alles okay. Wie gesagt, ich möchte alle Aktien, die ich hier habe, ja, fast alle Aktien, die ich hier habe, langfristig halten. Deswegen macht das nicht so viel aus. Aber über ein Plus freut man sich natürlich trotzdem.
die Allianz Freitag ein kleines Plus gemacht, dann die Woche über auch ja plus minus null, ist noch ein bisschen ein Plus, 2 Cent nur, macht jetzt auch nicht viel aus. Und der Monat hier war auch eigentlich die ganze Zeit nur im Plus, 10 Euro oder 5,3%. Und auch hier bin ich mit 2,93% mit meinen 2 Allianz-Aktien im Plus. Dann British American Tobacco, Freitag ein kleines Minus gemacht. Die Woche über, ja, ein kleines Plus. Im Monat auch ein kleines Minus. Kommt jetzt so wieder an die Plus-Minus-Null-Linie ran quasi. War lange Zeit hier im Minus mit 3 oder über 3%, hier sogar 4%. Und insgesamt bin ich hier ein klein wenig im Minus, 12,28 € oder 3,45%. Fall war am Freitag, ja, Freitagabend schon eher, dann nochmal ins Plus gegangen, 1% letztlich oder 1,60 €. Die Woche über ein Minus von 2,4% und im Monat 14 Euro im Minus oder 8,06%. Und auch hier bin ich insgesamt mit 30,30 € im Minus noch. Nel Azar, ja, da gab es ja mega starke Zahlen. 4,22% am Freitag Minus gemacht. Die Woche über, wir sehen es hier, ich glaube, man sieht ganz gut, wann die Zahlen rauskamen. War hier teilweise bei 1,70 €. Entspricht auf Wochenansicht 24,25% oder 33 Cent. Und ja, auf Wochenansicht natürlich immer noch im Plus mit 16%, was wirklich sehr, sehr gut ist. Monatsansicht 27%, auch alles schick. Wenn wir uns das Jahr hier mal angucken, dann sehen wir aber, dass die Aktie hier noch deutlich weiter im Plus war, Anfang des Jahres. Und insgesamt bin ich hier mit meinen 190 Anteilen 23,63% im Plus oder 57,70 €. Karneval. Ja, am Freitag hier ein klitzekleines Minus. Die Woche über eigentlich auch nur gesunken. 7% ging es nach unten. Im Monat ja nur 2,95%, entspricht aber auch hier schon 58 Cent. Und ja, hier bin ich jetzt im Minus 29 € oder 9,37%. Redfin, Freitag auch nur im Minus gewesen, 2,27%, die Woche über ein kleines und im Monat ja ein kleines Plus, macht aber auch nicht viel aus. Hier ging es immer mal wieder nach oben und nach unten, also wirklich ja, starke Schwankungen gehabt. Ein kleines Plus habe ich noch, aber ja, 55 Cent macht jetzt eigentlich auch nicht so viel aus. Walt Disney ging am Freitag auch nochmal ordentlich nach unten. Die Woche über auch nur im Minus 4% und im Monat ein kleines Minus. Sie waren hier schon mal wieder deutlich höher. Hier teilweise Mitte des, nee, Anfang Oktober so bei 155 €. Wäre ich sogar über meinem Buy-in gewesen. Also war ich auch. Aber ja, bin jetzt gerade aktuell im Minus mit 11,77 € oder 5,35%. Facebook dann ein kleines Minus von 0,43% am Freitag gemacht. Die Woche über lief eigentlich echt gut. Also teilweise waren sie hier bei 5% im Plus, ist dann eben hier nochmal am 21. sehr stark eingebrochen. Am Donnerstag war das, meine ich. Ja, Monatsansicht auch nur im Minus 9%, aber hier bin ich noch ganz, ganz leicht im Plus mit 3,15 €. Dann haben wir noch Visa. Freitag ein kleines Plus, in der Woche ein kleines Minus. Im Monat sieht es eigentlich gut aus, 5% im Plus oder 9,66 €, auch eigentlich nur im Plus gewesen. Und hier 4,60 € im Plus. Dann Zalando, am Freitag auch nur gesunken, die Woche über noch im Plus. Monatsansicht auch im Minus. Hier war es, oder hier ging es ja richtig steil nach unten. Haben sich jetzt wieder so ein bisschen erholt. Mal gucken jetzt, wie die nächsten Wochen hier laufen. 7,36% auf den Monat betrachtet natürlich immer noch im Minus und insgesamt in meinem Depot hier 15,63% noch im Minus die Aktie. Ja, dann Novo Nordisk. Der Freitag sah ganz gut aus, die Woche auch und der Monat auch mit 4,89%. Insgesamt hier 14,54% im Plus mit einer einzelnen Aktie. BlackRock sah am Freitag auch super aus, die Woche ein kleines Plus und im Monat ein kleines Plus auch, hier 8,49%.
61 Euro, was auch extrem gut ist, und bin hier mit 8,26% auch im Plus. Und zu guter Letzt Adobe, Freitag 1%, die Woche war mega und der Monat ist auch schön grün. Und insgesamt bin ich hier 12,69% im Plus. Nicht investierter Betrag immer noch von 4,45 Euro. Ja, und ansonsten können wir uns das hier bei mir mal angucken. Freitag ein Minus von 1%, die Woche 4,5% immer noch im Plus und der Monat trotzdem noch 508,94 Euro oder 5,36% im Minus. Liegt natürlich hauptsächlich daran an der BioNTech-Aktie, die hat mich so extrem nach unten gerissen. Aber wenn man solche Aktien kauft, da muss man sich dem Risiko natürlich immer bewusst sein. Ja, die Woche sieht doch aber schon mal wieder ganz gut aus, 4,5%. Und ja, ich freue mich auf die nächste Woche, bin natürlich gespannt, was so passieren wird. Ja, schreibt mir gerne eure Wochen- und Monatsperformance mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann.